Hallo und herzlich willkommen, noch nicht ganz im Wald, sondern noch ein bisschen auf der Wiese, wie ihr seht. Das Wetter meint es gut mit mir. Zu einem Vorabend von unserem zentralen Umzug. Wir haben ja viele schon nach und nach mit dem Pkw transportiert, aber jetzt haben wir dann halt doch nochmal die große Karre da, morgen, für die großen Dinge. Und danach wird es internettechnisch dann auch ein bisschen beschwerlicher. Es gibt Möglichkeiten, ja, nee, aber beschwerlicher. Und darum wollte ich heute noch gerne was fertig drehen, um das dann heute Abend noch direkt, soweit Internet notwendig ist, hochzuladen. Und zwar dachte ich mir eben aufgrund der Begebenheit, die sich gerade ergeben hat, die man hier sieht, es ist weiß, wir gehen ein wenig Tierspuren schauen, ob wir was finden. So wahrscheinlich ist das nicht, weil es war leider noch nicht über Nacht weiß. Das heißt, es ist höchstens zu finden, was heute über Tag so unterwegs gewesen ist, beziehungsweise seit den frühen Morgenstunden. Und ja, einfach mal gucken. Grundsätzlich bei der Suche nach Tierspuren, falls wir nichts finden, dann habe ich jetzt ein bisschen was Grundsätzliches erzählt, ist zu beachten, am gescheitesten ist natürlich, man hat irgendwo einen Wald da hinten, ja, und man hat irgendwo ein Feld hier vorne, und der Übergang zwischen Wald und Feld ist vielleicht somit der geschickteste Ort, wo man tatsächlich nach Tierspuren suchen kann. Direkt im Wald kann man auch probieren, wird man wahrscheinlich auch das eine oder andere finden. Aber gerade wenn der Schnee recht frisch ist, dann gibt es doch viele Tiere, die eben gerade nochmal aus dem Wald rauskommen, auf der Wiese nochmal versuchen abzuknabbern, bevor es unterm Schnee verschwunden ist, was es da noch zu finden gibt. Und das sorgt üblicherweise für einen gewissen Verkehr an der Grenzzone zwischen Wiese und Wald, wo man auch viel Glück haben kann, wenn man einen Wald hat, der direkt an ein kleineres, manchmal auch ein etwas größeres Dorf anschließt, dann sind da auch viele Tiere, die in den Morgenstunden insbesondere nochmal von Wald ins Dorf pilgern, da ein kleines bisschen schauen, ob sie da noch nicht noch ein bisschen was stibitzen können, möglicherweise hier und da noch das Katzenfutter aufmampfen. Vielleicht werden sie zum Teil auch gefüttert und sind dann unterwegs zu den Stellen, wo sie gefüttert werden. Das sollte man nicht tun. Das ist falsch. Ja? Aber es findet statt und die Realität zeigt uns eben, dass wir dann auch da gegebenenfalls ein paar Tierspuren finden können. So, und dann darf man auf keinen Fall vergessen, dass Tiere ebenfalls im Schnee, die viele Tiere, nicht unbedingt besser vorwärts kommen. Und das wiederum führt dann dazu, dass man durchaus auch auf Wegen gucken kann, ob man nicht da ein paar interessante Spuren entdeckt. Es ist also wirklich gar nicht notwendig, sich jetzt irgendwo durchs Unterholz zu schlagen, weil eben die Tiere wollen auch nicht unbedingt ganz viel Schnee abbekommen. Und wenn die sich dann mitten durchs Geäst bewegen, dann kracht denen auch sämtlicher Schnee von den Ästen runter auf den Rücken, auf den Pelz und so weiter. Und das ist gar nicht unbedingt so toll. Und drum, warum nicht die Wege absuchen? Das ist auch für uns eins, der wir Spuren suchen, angenehmer. Die diverse Vögelchen sind auf jeden Fall schon unterwegs gewesen. Habe eben, glaube ich, sogar eine Eule gesehen, war leider zu flüchtig, als dass ich jetzt sagen könnte, was für eine Eule. Bei Eule bin ich mir aber 80% sicher. Das kommt dann auch gerne mal vor, dass die bei so einem super trüben Wetter wie heute vom ansonsten herrschenden Tagflugverbot mal ein wenig abweichen und zu tun, als sei schon dunkel. Kommt vor, ne? Muss nicht zwingend so sein. Also es könnte tatsächlich eine gewesen sein. Okay, eine Spur, auf die man sich verlassen kann, die man fast immer findet, ist natürlich die vom Hund. Und hier haben wir es mit einer solchen zu tun. Großer Hund, ja. Man sieht bei Hunden häufig, je nachdem wie gut die Spur ist, hier zum Beispiel dieser kleine Ausriss im Schnee, das war natürlich die Kralle. Der kann seine Krallen ja bekanntermaßen nicht einziehen und das gilt für alle Kaniden. Das heißt, wenn wir weltweit irgendwelche Spuren im Schnee finden und die Krallenabdrücke sind deutlich zu sehen, dann handelt es sich zumindest meist nicht um eine Katze, sondern um jemanden, der ja zumindest entfernteren
Hundeartigen, ne? Also irgendwie in diesen Bereich gehörend. Da zählen dann übrigens auch die Bären dazu, wenn wir den Verband bzw. die Ordnung der Hundeartigen heranziehen. Und die hinterlassen alle mehr oder weniger so einen Abdruck, zumindest von den Krallen her. Jetzt gibt es noch den Unterschied zwischen Zehen- und Sohlengänger. Hier hatten wir es mit einem Zehengänger zu tun. Das können wir auch daran erkennen, dass wir hier ein relativ zerfurchtes Bild haben. Das ist offensichtlich kein Huf, der hier abgedrückt hat, sondern es sind verschiedene Nopselchen und diese Nopselchen sind schlicht und ergreifend Zehen, die hier zum Einsatz gekommen sind und auf den Zehenspitzen herumschleichen, tut eben unser Hund. So, dann ist noch ganz interessant bei Hundespuren zu beachten, natürlich wenn es ein winziger Hund ist, dann könnte es theoretisch sogar ein Fuchs gewesen sein. Auch da ist der Unterschied gar nicht, nur sehr schwer zu erkennen. Da muss man schon ganz genau wissen, was man tut. Auch die Frischheit von Spuren nicht so ganz einfach. In dem Fall, ja gut, während seit der Schnee gefallen ist und noch nicht zu lange her, weil es fällt ja noch immer ein bisschen Schnee. Daher, das geht bei Schnee recht einfach, das ist im Matsch deutlich schwieriger. Und man muss auch dazu sagen, eine Hundespur kann theoretisch auch immer ein Wolf sein, ja, das kann man ganz schwer auseinanderhalten, da ein großer Wolf von rein von der Fährte, vom Fußabdruck her, von einem großer Hund von einem Wolf nicht zu unterscheiden ist. So rum. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Egal. Jedenfalls, man kann dann doch noch einigermaßen abschätzen, ob man es mit einem Wolf oder mit einem Hund zu tun hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Spur hätten, die hier einmal durchs Gelände geht, haben wir ja leider nicht. Ja, aber nehmen wir mal an, da sei jetzt eine, die wir deutlich erkennen können. Ich nehme spaßeshalber mal die hier. Ja, das ist hier. Hier ist ja. Ah ja, da haben wir doch ein wenig Spur. Das dürfte tatsächlich auch Hund gewesen sein, was wir hier folgen. Ja, wahrscheinlich. Wir erkennen keinen schönen Pfotenabdruck. Was wir haben, ist natürlich der Beinabstand. Wir haben so grob die Größe der Pfoten und verdächtigerweise läuft der Hund hier schön geradeaus. Das heißt, streng genommen, ist natürlich nahezu unmöglich in dem Fall, aber streng genommen wäre das jetzt ein Hund, den man wunderbar mit einem Wolf verwechseln könnte, wären wir jetzt mitten im Wald, denn der läuft schön schnurgeradeaus. Auch das Verteilungsmuster, also wie ist er denn gelaufen, derjenige, der hier gelaufen ist oder diejenige, spielt eine große Rolle bei der Identifizierung, mit welchem Tier man es eigentlich zu tun hat. Und der Hund ist im Regelfall ein ziemlicher Clown, was das Laufverhalten angeht. Das heißt, wenn man dem eine Weile folgt, dann läuft er gerne mal so oder und was weiß ich was alles für lustige kreative Ideen. Ein Wolf hat Energiemangel, ja, der wird nicht nun unnötig rumlaufen, wenn es nicht irgendeinem Zweck dient, oder zumindest macht er das so gut wie nie, hin und wieder natürlich im Rahmen des Socializings, dass dann unnötig rumgelaufen wird und gespielt wird und getollt wird mit den anderen Wölfen, aber wenn der Wolf von A nach B will, dann läuft er auch von A nach B. Ja, und das können wir hier sehen. Und so gesehen könnte das jetzt theoretisch, das ist es natürlich nicht, ne? Da ist einfach Mann, Mensch auf Weg, Hund nebendran. Ja, einigermaßen schnurstracks gelaufen, weil wahrscheinlich entweder gut erzogen oder angeleint und dann halt logischerweise neben Herrchen. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so, wenn man abseits der Wege eine solche gerade, offensichtliche hundeartigen Spur findet, dann könnte es auch der Wolf gewesen sein. Ja, da man das aber nie ausschließen kann, dass es nicht doch der Hund gewesen ist, ist es eigentlich nicht möglich, Wolfsspuren als solche wirklich eindeutig zu identifizieren. Es sei denn, Hund ist auszuschließen, weil man sich irgendwo in Nordostgrönland befindet, zum Beispiel. Okay, ich glaube, viel mehr werde ich hier nicht finden. Dass ich hier Hundespuren finde, das war mir schon klar. Solche Bänke sind teilweise auch nochmal interessant. Einfach weil, gerade wenn der Schnee schon länger liegt, dann kann man auch mal, wenn man welche findet, sehr, sehr schöne Vogelfußabdrücke in dem Schnee, der sich auf so einer Bank findet, entdecken, die dann sehr gut zur Bestimmung sich eignen. Jetzt kenne ich kaum Vogelfüße auswendig, das müsste man nachsehen, die müsste ich dann auch im Bestimmungsbuch nachgucken, ist aber auch gar nichts da. Ja, aber wenn man welche findet an solchen Stellen, ist das eigentlich eine sehr, sehr gut geeignete Angelegenheit. Ja, dann sind wir hier ja auch
so ein bisschen auf einer Kuppe. Das ist auch immer ganz schön, weil man sich von da einen gewissen Überblick verschaffen kann. Guckt mal hier zum Beispiel. Ja, hier ist offensichtlich, oder sehen wir wunderbar die Krallenabdrücke. Wunderbar hier. Ganz schöne Hundespur. Ja, das war ein Hund. ganz eindeutig. Und hier eben auch ein gewisses Durcheinander der Spuren, dass da ein wenig herumgelatscht wurde. Und das ist dann eben, lässt eher die Vermutung zu, dass wir es mit einem Hund zu tun haben. Ich meine, natürlich haben wir es mit einem Hund zu tun. Ne? Theoretisch gäbe es hier zwar GW852M, aber der wird wohl kaum jetzt direkt hier unterwegs sein. Das ist ein Wolf, ne? Ein Rüde. Ja. Dann gehe ich mal darüber Richtung Wald. Da haben wir noch was Vielversprechendes, der Waldrand. Waldrand, gerade ein etwas dichterer Waldrand, der kann sogar außerordentlich vielversprechend sein, wenn wir nämlich einen Wildwechsel in den Wald durch den sogenannten Waldmantel finden könnten. So, mal gucken. Weil theoretisch zum Beispiel da, seht ihr diesen Weg? Das ist jetzt ein menschgemachter, aber auch der wäre für Tiere durchaus interessant. Und auf so kleinen Pfaden kann man dann schnell mal eben eine Tierspur entdecken, die von Wald auf Feld und umgekehrt funktioniert. Aber nix, nada, niente. Das da, na, oh, eine Tierspur. Nein, das sind leider einfach nur ein paar Regentropfen, beziehungsweise schmelzender Schnee oder sonstige Schneekonstruktionen, die da einfach runtergepurzelt sind vom Geäst in den Schnee rein, weil es müssten sonst noch weitere Spuren natürlich in der näheren Umgebung zu finden sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich bloß um eine sogenannte Tropfzone. Ja, weiß nicht, ob man die offiziell so nennt. Mäuschenspuren im Schnee sind auch immer hoch faszinierend. Die hinterlassen nämlich einen richtig schönen geraden Streifen von ihrem Schwanz, den sie hinter sich herziehen. Und sehr, sehr schön zu sehen, dass es sich um Mäuschen handelt. So, aber was meine ich jetzt mit Loch im Waldmantel? Ja, hier bekommen wir jetzt einen einigermaßen dichten Saum des Waldes. Und nein, auch nicht. Das bedeutet, wer hier jetzt rein und raus möchte als Tier, der hat ein kleines bisschen Mühe, da eben durch dieses Dickicht durchzukommen. Und da kann es dann mal sein, dass eben die Tiere sich nach und nach einen Wildwechsel, also sprich eine Tierautobahn, durch so einen Waldmantel durchgebastelt haben. Die kann man meistens ziemlich gut erkennen. Und die Chancen, wenn man dann an einem Wildwechsel gucken geht, da Tierspuren zu finden, ist logischerweise relativ hoch. Ich kenne an einem anderen Wald kenne ich einen Haufen Wildwechsel im Waldmantel. Hier ist leider nicht. Ich hatte jetzt aufgrund der Spontanität keine Zeit, mir ein bekanntes Terrain rauszusuchen. Darum müssen wir jetzt nehmen, was wir hier kriegen. Aber da ist überall nichts. Schade. Ja, es ist auch nicht so wahnsinnig notwendig, hier jetzt per Wildwechsel durchzuwechseln, weil die nächste Öffnung kommt ja auch schon wieder da vorne. Und ja, da machen sich die Tiere auch nicht mehr Mühe, als sie unbedingt müssen. Okay, ich suche noch ein bisschen weiter. Ja, ich stehe jetzt hier schon eine Weile und überlege, als was ich das da interpretieren soll. Eigentlich sollte ich es wahrscheinlich gar nicht interpretieren, aber diese zwei da nebeneinander, das sieht schon ein bisschen verdächtig aus. Das kann selbstverständlich irgendein Vögelchen gewesen sein. Das würde zumindest dann darauf hindeuten, dass ja, es keine weiteren Spuren gibt. Das geht hier nämlich nicht im größeren Stil weiter. Und wir haben hier hinten noch diese interessante Eindellung. Das kann sein, dass da einfach irgendwo was runtergefallen ist und da reingekracht. Und dadurch ist das entstanden. Könnte aber auch die Schwanzfeder gewesen sein. Wenn der hier saß, da hinten Schwanzfeder beim Abspringen mit der Schwanzfeder noch einen kleinen Abdruck hinterlassen, zack, weggeflogen. Also wahrscheinlich Vogel. Diese beiden Abdrücke hier sind schon sehr, sehr verdächtig. Ja, das entsteht nicht durch Zufall so parallel nebeneinander und gleich aussehend. Ja, aber ich traue mich nicht zu sagen, welcher. Mein erster Gedanke war auch schon möglicherweise sogar Eichhörnchen. Rein vom Fußabdruck her können Eichhörnchenabdrücke ähnlich ausschauen und das Eichhörnchen bewegt sich ja auch häufig springend fort.
Worte, auch gerade über den Waldboden. Damit wäre zu erklären, warum jetzt hier keine Eichhörnchenabdrücke sind, weil, ups, bis da locker. Ja, und dann müsste man da drüben aber noch was finden können. Und hier ist es einfach schon zu sehr zerstampft von meinesgleichen. Daher ja, gebe ich das an der Stelle mal auf. Schön sind natürlich immer solche Wurzelstrukturen und ähnliches. Einfach deswegen, weil der Schnee dann selten besonders hoch liegt und darunter halt ein fester Untergrund ist, sodass, wenn da mal jemand reintritt, also jemand, mein Tier, dann auch eine schöne, gut zu analysierende Spur entsteht. Weil das Problem mit zum Beispiel Wiese ist, ja, da laufen viele drauf rum, aber es gibt halt selten eine Spur, die dann hinterher auch wirklich schön zu identifizieren ist. Und das ist dann auch noch halt noch mal so ein bisschen ein Haken bei der Angelegenheit. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem kleinen Stück Wald. Da ich die meiste Zeit vorne dran rumgelaufen bin, bin ich jetzt gar nicht so viel durch den Wald gekommen. Jetzt gehen wir doch mal spaßeshalber noch mal da hoch und gucken mal, ob wir da ein bisschen am etwas abgelegeneren Waldrand vielleicht noch eher ein paar Tierspuren finden können. Weil da hinten, da führt kein Weg vorbei, soweit ich weiß. Und vielleicht hat da doch mal irgendein Tier kurz aus dem Wald rausgeguckt, um zu schauen, was dann auf der Wiese so abgeht. Bis gleich. Tja, ja, hier sehr vielversprechend. Kleiner Waldeingang. Das wird garantiert auch von Tieren verwendet. Sollte man meinen. Leider auch hier wieder nix. Schade, schade. Das ist eigentlich so, Stellen sind eigentlich ideal. Also wenn du was findest, dann eigentlich an solchen Orten, weil A, könnte man es hier gut entziffern und B, ist auch die Chance, dass was da ist, eben relativ hoch. Allerdings ist das, wie ich gerade sehe, weder ein kleiner Wanderweg noch ein kleiner Wildwechsel, sondern hier haben mal wieder die anderen linearen Spuren hinterlassenden Waldbesucher ihr Unwesen getrieben. Ja, ja, das ist eine Mountainbike-Strecke der Dorfjugend offensichtlich. Interessant, was man so alles findet. Ja, das wusste ich gar nicht, dass es hier sowas gibt. Gut, wir ziehen morgen um, aber ja, das erklärt dann natürlich auch wieder ein Stück weit. Könnte sein, dass das damit zusammenhängt, dass ich hier dann halt doch keine Spuren finde. Obwohl das auf den ersten Blick so aussah, als sei das hier so ein kleiner Pfad im Walde. Übrigens dann solche Schluchten wie die hier. Ja, da kann man jetzt natürlich runterstachseln. Aber da auch das ist wiederum für Tiere ein Hindernis. Das ist ein bisschen anstrengend, wenn sie da runter müssen und auf der anderen Seite wieder hoch. Und das tun sie auch nur, wenn sie da einen guten Grund oder zumindest einen halbwegs guten Grund für haben. Daher, da muss man jetzt nicht vermehrt nach Spuren Ausschau halten in so einer Situation bzw. Umgebung. Ja, es ist einfach noch zu früh. Ne? Es ist spontaner Spurenspaziergang, schön und gut, aber vorzugsweise morgens, so gegen 8. Ne? Also im Dezember ist 8 eine super Uhrzeit für eine Spurentour. Da sieht man dann schon was. Die Tiere sind schon wieder im Versteck zurück und waren in den frühen Morgenstunden noch mal draußen, um mal zu gucken, was sie noch so alles Leckeres finden können. Das wäre so für Deutschland wirklich so die ideale Uhrzeit. Tja, ich suche weiter. Ja, das sieht natürlich jetzt wieder keiner bei dem großartigen Zoom dieser Kamera. Aber wir haben hier mindestens mal ein Maischen in dem Baum und ein Rotkehlchen. Da sitzt's. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. die hinterlassen selbstverständlich auch gerne mal Spuren, aber weil die halt im Schnee dann relativ stark versinken würden, landen die nur sehr, sehr ungern auf dem simplen Boden und hocken sich viel lieber in die Zweige von irgendwelchen Bäumen, fliegen daher dann auch gegebenenfalls mal etwas längere Strecken. Da muss man sich also keine großen Hoffnungen machen, viele Vogelspuren im Schnee zu finden. Das wäre eher untypisch. Ja? Aber manchmal natürlich, wenn man Glück hat. Selbstverständlich trotzdem. Ja, also ich habe erfolgreich bisher nur Pech, außer dem obligatorischen Hund. Nichts gewesen. Ja, wisst ihr was? Dann beenden wir das doch an dieser Stelle. Ist ja fast schon lang genug. Flop. Und
ich liefere euch, wenn ich es schaffe, ich will jetzt noch nichts versprechen und schneide das Versprechen wieder raus, wenn ich es nicht halten kann, dann würde ich gerade noch so 2-3 Haupttierarten, die große, schöne Spuren hinterlassen, einfach noch kurz per Voice-Over und per Foto noch nachliefern, damit wir wenigstens irgendwelche Spuren gesehen haben. Ne? Aber an der Stelle schon mal Tschüss vom Ben vor Ort. Ja, bis morgen. Ne? Aber auch schön, dass es jetzt so ein bisschen Winterstimmung bei uns hat. Es macht halt schon Spaß, durch den Schnee zu stapfen. Ne? Das muss ich niemandem erzählen. So, hier haben wir es jetzt mal mit der Wildschweinfährte zu tun. Das sieht man auch gleich besser. Da ist sie auch schon. Und ja, bei Wildschwein kommt es vor allen Dingen darauf an, es ist natürlich wieder ein Paarhufer. Das Gewicht allerdings lastet größtenteils auf diesen Knubbelchen am Ende vom Huf, also nicht auf der Spitzenseite, sondern auf der anderen. Das heißt, da kann man einen gewissen Tiefenunterschied in der Spur feststellen. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Außerdem dieses Charakteristikum bei einer Wildschweinspur, einer schön zu sehenden Wildschweinspur, ist hinter dem eigentlichen Huf noch diese beiden Löchlein im Boden bzw. im Schnee. Das sind, nennt man die sogenannten Afterklauen. Das kann man insbesondere beim rechten Abdruck schön sehen, dass da die Afterklauen recht deutlich ausgeprägt sind und auch sonst noch ein bisschen hinter Reste vom Rest vom Huf hinterlassen werden. Also die Afterklauen sind im Prinzip der Zeigefinger und der kleine Finger bzw. Zeigezeh und kleine Zehe, je nachdem, wie man das interpretieren möchte, und sind beim Wildschwein eben nicht vollständig zurückgebildet. Es läuft zwar im Prinzip trotzdem nur auf zwei Zehen in der Gegend rum, aber die sind halt rudimentär noch vorhanden. Man vermutet, dass die Funktion übrigens dieser Afterclown darin besteht, noch ein bisschen zusätzliche Rutschsicherheit im matschigen Gelände zu bieten, und sollte der Haupthuf nennenswert stark einsinken, dass sie dann eben noch ein extra Grip sozusagen hinten dran haben. Je nachdem, wie weich oder eben nicht weich das Gelände ist, in dem das Wildschwein unterwegs ist, kann man die Afterclown manchmal auch gar nicht sehen, was einfach dann daran liegt, dass der Huf nicht genug tief eingesunken ist und sich die Afterklaue darum dann auch nicht abgedrückt hat. Aber sieht man die Afterklaue, dann ist das Wildschwein eine der einfachst zu erkennenden Tierspuren, und dankenswerterweise im Schnee ist die Afterklaue eigentlich oder die Afterklauen eigentlich fast immer zu sehen, weil ja, das ist halt eben ein relativ weiches Material. Ja, hier haben wir es mit einer Rotwildfährte zu tun. Das erkennt man an dem Bild jetzt gar nicht mal so gut, ist aber von daher eine gute Abbildung, weil halt realistisch bessere Spuren findet man in der Praxis eigentlich selten im Schnee. Was wir hier schön sehen können, ist ein gewisser Abstand zwischen den beiden Zehen. Das ist beim Rotwild immer sehr deutlich zu erkennen, dass die recht gut auseinandergespreizt werden können, die beiden Zehen, und das kann das Tier auch individuell ein wenig anpassen, wie breit es denn gerade sein soll, je nachdem, ob gerade geklettert werden muss, ob eben Schnee unterwegs gewesen sein muss. Ach ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, je breiter, desto weniger tief sinkt es ein, je schmaler zusammen, desto eher sinkt es ein, aber das könnte dann auf hartem Untergrund von Vorteil sein. Rotwild ist übrigens dahingehend nochmal ganz interessant, dass die Hufe nach vorne hin spitz zulaufen. Das kann man gerade beim unten links Abdruck ganz schön erkennen. Und dieses spitz zulaufen, das sorgt wirklich für eine ordentliche, ja, Kralle in Anführungszeichen. Das bedeutet, damit kann potenziell auch Schaden angerichtet werden, wenn so ein Hirsch um sich tritt. Dann ist das ordentlich scharfkantig. Dient natürlich auch dem besseren Fortbewegen im Gelände und dem besseren Grip eben in Gegenden, wo ein scharfkantiger Huf von Vorteil sein kann. Ist übrigens selbst nachschärfend durch den Abtrag vom Fingernagel im Grunde. Ne? Hufmaterial ist ja nichts anderes als Fingernagel. Wird das auch immer selbstständig ein bisschen nachgeschärft und bleibt eine recht scharfe Angelegenheit. Bei uns in Deutschland ist es relativ simpel. Ist es offensichtlich kein Wildschwein, weil die Afterklauen fehlen. Die können auch einen recht großen Huf haben. Daher kann da Verwechslungsgefahr auftreten. Und es ist offensichtlich ein Paarhufer. Und der Abdruck ist relativ groß, wie man hier so auch grob so ungefähr abschätzen kann, dann kann es eigentlich nur Rotwild sein, sofern da jetzt niemand mit irgendwelchen Tieren, die da gar nicht hingehören, mitten im Wald rumgestapft ist, und davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Daher ja für den Laien Rotwild recht einfach zu bestimmen.
Es hilft übrigens auch noch, kurz zu überlegen, bin ich überhaupt im Rotwildgebiet? Das kann man recherchieren. Und wenn es da Rotwild gibt, dann ist die Spur wahrscheinlich auch von Säbring. Ja, und der Kürze der Zeit geschuldet noch eine dritte und auch letzte Spur. Da haben wir eine Katze. Das kann man ja schön daran erkennen, so ein Katzenpfotenabdruck, das hat man bestimmt schon mal überall gesehen. Das gab auch mal bei Word, einer frühen Version von Word, Karl Klammer, wer sie den noch kennt. Also dieses Word-Maskottchen, was einem Word markiert, erklärt. Und den Karl Klammer, den konnte man austauschen zu irgend so einer Katze. Und wenn man dann auf Drucken gedrückt hat, dann hat die Katze mit ihren Katzenpfoten einem auf dem Bildschirm herumgedrückt und ihr eine Menge Katzenpfotenabdrücke hinterlassen. Ich glaube, das ist so meine früheste Begegnung, wo ich mich aktiv mit Katzenfußabdrücken auseinandergesetzt habe. Egal, jedenfalls diese Katzenfußabdrücke hier sehen ein bisschen verdächtig aus. Wir können schön sehen, dass eine Katze auf fünf Nopselchens unterwegs ist, nenne ich die immer. Das sind die Zehenballen, kann man die auch wiederum nennen, beziehungsweise sie läuft auf vier Zehen rum, das sind die vier vorderen. Und hinten ist es dann quasi noch so ein vorgewölbter, ja, Handballen muss man das irgendwie nennen, schwer zu sagen, was das anatomisch jetzt exakt ist, das weiß ich nicht, das müsste ich nachlesen, aber ja, damit läuft die rum, aber trotzdem immer nur auf den Zehenspitzen und eben diesem Handballen unterwegs und auch nur das zeichnet sich dann in der Spur auch wirklich zuverlässig ab. Gilt grundsätzlich bei allen Katzenartigen, dass die mehr oder weniger so einen Pfotenabdruck haben. Wie kompakt oder wie weit auseinander, der jetzt geht, ist natürlich davon abhängig, wie groß die Katze ist, klar, aber es gibt auch noch ein paar Besonderheiten, nämlich manche Katzen, die dann für einen schneereichen Lebensraum angepasst sind, haben einen Schneeschuh am Fuß und das können wir hier schön sehen, denn wenn wir uns mal den Schnee um den Abdruck drumherum angucken, ist da relativ viel Schnee offensichtlich beeinflusst worden vom Abdruck und das liegt eben daran, dass das hier vor auftretende Katzentier eben noch jede Menge festes, hartes Fell, also wirklich so ein richtig wolliges, filziges Material um den eigentlichen Fuß drumherum hat, um den Bereich drumherum hat, mit dem sie tatsächlich den Boden oder er, könnte auch ein er gewesen sein, den Boden berührt und auch zwischendrin, also zwischen den einzelnen Dopselabdrücken, sage ich jetzt mal, eben noch jede Menge Schnee vorhanden ist, der etwas zusammengedrückt wurde. Und ja, hier haben wir es also mit einer Katze mit Schneeschuh sozusagen zu tun. Und außerdem ist der Fuß vergleichsweise groß, der Abdruck des Fußes, bei einer gar nicht mal so riesigen Katze. Und was könnte das jetzt gewesen sein? Ja, das ist der Luchs. Hier haben wir es mit einer Luchsfährte zu tun, die ist von allen Katzenspuren fast am charakteristischsten, eben wegen diesem deutlichen Schneeschuh-Effekt, sage ich jetzt mal. Ne, ein Schneeleopard hat das natürlich auch und auch noch mal krasser, weil der wohnt ja noch mal in ganz anderen Gegenden, was den Schnee angeht, aber auch unser europäischer Luchs ist da also schon speziell angepasst und kann eigentlich nicht verwechselt werden. Großer Katzenfußabdruck ist schon sehr charakteristisch. Ne? Das war keine Hauskatze mehr. Und sofern hier niemand zufällig irgendwelche ja, Schneeleoparden im Hinterhof hält, was hoffentlich nicht der Fall ist, wäre Tierquälerei in jedem Fall, egal wie gut die gehalten sind, die haben bei uns nichts zu suchen. Und ja, ne? Damit noch einmal ganz kurz zurück zum Ben vor Ort. Oh, hier doch noch zwei Spuren habe ich noch gefunden. Hier einmal dieses Tier. Das heißt Archus Bacchus Rodellus. Und hier haben wir noch Cufus dualis, ja? Auch ein ganz beliebtes Tier im Winter. Ja, haben sehr hohe Lebenserwartungen, werden aber meistens nur in sehr jungen Jahren angetroffen. Also man sieht fast nur Jungtiere. So, tschüss.